Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Project Zomboid mit dem Valvoric. Servus und hallo. Wow. Und vielen Zombies. Na klar. Boah, diese Musik, ne, wenn die anfängt, die Olle hier rumzustöhnen, ne? Oh. Oh, ja, Beta-Blocker. Und wir sind in Richtung, wir sagen nie mehr Schule und laufen einfach mal weiter. Na, wir kommen sicher zurück. Allein, weil da alles liegt, was gut ist. Wird immer schlimmer. Erst freuen wir uns über die Schule, jetzt freuen wir uns auf die Kirche. Ich warte noch auf den Stripclub, ey. Und danach gehen wir wieder zurück ins Haus am See. Ja, auf jeden Fall. Klingt nach einer cleveren Idee einer Routenplanung. Der hat gleich mal zwei Brieftaschen dabei. Ich hab davor. Oh, Zombies Valvo, Alter! Du hast doch wohl ein bisschen mehr. Erwischst du den am Boden? Nein. Shit. Immer einen anlocken und dann ein bisschen weglaufen. Dass du ein bisschen Zeit hast, um auszuholen und so. Krieg ich die am Boden? Nice, nice, schönes Geschnetzle. Boah, und da geht die Musik los. Wie es da aussieht, also den Weg findet man sicher zurück. Man nennt es auch der blutige Pfad Gottes. Beta-Blocker. Der blutige Pfad Kennys. Ach, 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 okay, hier jetzt rauszusuchen, wer wen gekillt hat. Hast du wieder deine Tage gehabt, oder was? Jetzt ist ja die rote Woche. Und es regnet. Na super. Oh, hier geht das weiter, Mann. Oh, meine Güte. Ja, irgendwann müssen wir doch mal die 4000 geknackt haben, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geknackt. Die Schädeldecken geknackt. Fetch. Sehr schön. Bam, 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 alles One-Shots, ey. Earrings, Bluse, Plastiktüte. Fast. Die hält ein bisschen länger aus. Immer müssen wir mal gucken, dass. Boah, was ist das denn hier? Valvo? Hydrant? Ne, 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 hier auf der Seite, das Haus. Ein Haus. Ja, das ist hier was Größeres. Ist das. Was gab's denn da? Post Office oder Bank oder sowas? Gute Frage, können wir auch mal reinschauen. Ja, liebe Leute, das war's dann schon wieder mit dem Vorhaben der Kirche. Huch. Warte mal, ist in dem Wanderrucksack irgendwas drinnen gewesen? Da war bisher noch nie was, wenn einer so ein Ding dabei Doch. Hatte. Echt? Ja, aber ich glaube, das ist nichts Spannendes. Das ist irgendwas Weißes. Ich glaube, könnten so weiße Beutel sein oder so. Ah, geh doch drauf. Weißen Pulver? Siehst du's? Ach, Taschentücher. Taschentücher? Okay. Hätte ich jetzt gedacht, das wären Taschentücher. Sollen wir mal reingucken? Na klar. War ich hier nicht schon mal drin? Scheinbar nicht. Ist alles noch so heil. Jetzt nicht mehr. Penny war da. Wird also kein neues Zuhause. Danke. Kein Problem. Na, Tag der offenen Tür für Zombies oder was? Das sieht aus wie hier im Kindergarten. Ach du Scheiße. Selbst im Kindergarten haben die reingemacht. Echt? Ist ein Kindergarten? Ich hätte jetzt gesagt, das sieht aus wie, guck mal hier, überall kleine Schule oder eine Elementary School hier, hier Grundschule. Ah, das kann sein, stimmt. Sowas gibt's. Fülle Trinkflasche, hey, ein bisschen Wasser. Zieh mal um in die Grundschule. Echt? Schrotpatronen. Na klar, in der Grundschule, sicher. Früh übt sich. Hallo liebe Kinder, heute lernen wir, wie man mit einem Schrotgewehr schießt. Ohne Batterie. Ich bin ja schon wieder voll. Vielleicht müsst ihr auch bald auf Mutti und Papi schießen, wenn sich die ein bisschen transformieren. Hunting Knife. Das werde ich einfach mal zur Sicherheit mitnehmen. Das habe ich bisher noch nicht so oft gesehen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Gut, dass du mich hast, wa? Also das wäre doch eine nette Sache, um sich da niederzulassen. Eine kleine Schule, die ist so schön aufgeräumt. Schlaftabletten haben wir hier auch. Kelly, was sagst du? Oh. Aber ein Spaß. Wir haben schon zu viel zu Hause.
Aber die ist halt ein bisschen kleiner als die Schule, die wir haben. Antidepressiva. Twine, nice. Also die Schule gefällt mir auf jeden Fall. Antidepressiva, Schlaftabletten, die haben alles hier, was das Drogenherz begehrt. Hier war es jetzt überall drin, sagst du? Er ist natürlich wieder in der Umkleide von den kleinen Kindern. Da warst du gerade drin. Pullover, Schlaftabletten, achso, die brauchen wir ja nicht. Na toll. Hast du getrunken? Ja. Okay. Dann können wir eigentlich weiterziehen, oder? Eigentlich schon. Ey, wir sind wie die Heuschrecken, ey. Wir gehen über alles drüber. Okay, ich hab Schleichen und Leichtfüßen. Hast du gerade alles zugemacht, alles aufgerissen da? Ja, hier die Scheiben hab ich gerade kaputt gemacht. Super, ey. Was denn? Was denn? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal was essen. Okay. Ich schau mal hier draußen noch so ein bisschen um. Oh, da ist wieder ein Parkplatz. So. Weißt du, das ist der 7000. Zombie, den wir platt machen und ich breche immer noch in Panik aus. Mhm. Der hat wieder irgendwas dabei gehabt, irgendwas Rosanes. Könnte ein Handtuch gewesen sein. Oder auch ein Schlüpfer. Aber da habe ich jetzt keinen Bock extra, deswegen wieder um alles fallen zu lassen. Das ist ein bisschen friemelig mit dem Rucksack. Jetzt hab ich Hunger. Dass man erst den einen Rucksack ablegen muss, um sich dann den anderen aufzuschnüren und dann die Sachen rauszunehmen, den wieder wegzulegen und wieder den anderen Rucksack zu nehmen. Ja, wäre alles ein bisschen leichter gegangen, würde ich sagen. Mhm. Aber naja. Aber vielleicht verbessern sie das dann irgendwann noch. Ja. Ansonsten ist das einfach der Charme, den dieses Spiel ausmacht. Ah, da ist dieser Kind, dieser Parkplatz oder so ein Park da unten. Bist du dann bald soweit? Achso, ja, er macht seinen Topf mit Suppe. Ich sauf noch irgendwie meine Suppe. Was dann fällt mitten vor den Zombies. Ein Topf mit Suppe. Klar. Was sein muss, muss sein. Muss das jetzt sein? So, fertig. Fertig. Schauen wir eher runter. Weiß ich, boah, Alter, nice shot. Der hat gesessen, ey. Der nicht. Na, die ist robust. Da. Die Crack-Hure vom Stadtpark. Die hält wirklich am meisten aus. Ach, ich loote mal. Hose, Schuhe, Rockweste, Brieftasche, nichts Spannendes dabei. Ja. Was hatte die Crack-Hure? Eine Geldbörse. Ist hier was drin? Nein. Und da müssten wir uns niederlassen. Da ist absolut nichts. Wird auch Wahnsinn, ey. Ein bisschen verbarrikadieren. Den Minischuppen. Das wird dann unsere Lagerhalle. Der Mülleimer oder was? Da bewahrst du dein Essen auf. Garbage-Speck. Haben wir auch schon einige jetzt, oder? Ja, beim letzten Mal, was ich noch weiß, waren 23 Stück. Okay. Aber das ist auch schon huiuiui, eine Menge. Ich nehme mal noch was mit. Was ist denn hier? Sjörb-Börb. Okay, kommen wir wahrscheinlich an irgendeinen, so keine Ahnung, ist das eine Bar oder so? Essen? I want Sjörb-Börb. Sjörb-Börb. Wo bist du? Hinter dir. Das war klar. Oh, nice! Nice, drei mit einem Schlag, das ja geht. Während du scheiß Sprüche bringst, skille ich einfach mal wieder eine Runde. Oh, die Musik ist so gut. Ich glaube, das ist der Run-Track. Alles so gut, es ist so geil, das Spiel, die Optik ist gut, der Sound ist gut, es steuert sich geil.
Es ist so viel Liebe zum Detail. Es gibt wenig Bugs. Also Steuerung feiere ich bisher noch nicht so. Naja gut, weil du nicht mit Gamepad spielst. Mit Gamepad ist sie um einiges geiler. Der Typ liegt ein bisschen unentspannt. Pistole? Kann man hier hochklettern? Alter, was hier los ist, ey. Er klettert hoch, während mir alle Zombies am Arsch liegen. Na klar. Geht das überhaupt? Nein. Bam, mach ihn doch Matsche. Bam, Matsch. Michi-Batschi. So, wo war die Pistole? Ah, meine ich jetzt Millionen schon. Ja, ein paar viele. Sollen wir hier reingehen oder wollen wir uns das mal für irgendwann aufbewahren? Alter, Alter, zoom mal raus. Oh, und ja. Wie die alle da rein stehen, ist das der Doktor? Warten die dran zu kommen? Das ist nicht gut, ey. Oh, das bist du. Okay, schauen wir mal rein da. Eine Bücherei oder was? Aber vorsichtig, ganz. Dräng mich nicht weg da, ich mach das Fenster auf. Sieht aus wie so ein kleiner Supermarkt. Wehe, wir zerschlagen das Fenster. Okay, ich versuche dich mal zu beschützen hier. Schauen wir in die Mülltonnen ran. Garbage Bag, leere Flasche. Lass ich mal liegen. Teebeutel. Ich bin drinnen übrigens. Ja, danke fürs Aufmachen. Gerne. Bratpfanne, Buttermesser, Erdnussbutter. Nehme ich mit. Teebeutel wieder mal. Kaffee, fertig Popcorn. Fertig Popcorn, weiß nicht, ob ich mitnehmen soll. Ja, ist auch Essen. Mehl, Teebeutel. Nehme ich auch mal mit. Bräter ist. Kommen gerade rein, oder? Hm? Kommen Sie rein? Bisher nicht, ich habe die Tür wieder zugemacht. Okay. Baking Pan, sie klopfen irgendwas dagegen. Ja, die klopfen hier an die Scheibe. Teekessel. Oh, nice. Oh. Das ist irgend so ein Teeladen oder irgend so, weil ich extrem viel Teezeugs finde. Bratpfanne, Kochtopf. Kaffee. Ich bin ja schon wieder voll, wir müssen ja schon wieder zurück. Nein, gerne. Hier gibt's noch ein zweites Geschoss. Okay. Dazu ist es zumindest eine Knarre. Zweites Geschoss. Ich geh mal hoch. Ja. Was war Yeast nochmal, habe ich letztens gesagt? Hefe, hattest du gesagt. Hefe, genau. Das ist jedes Mal. Breta haben wir, glaube ich, jetzt auch genug zu Hause. Zwei Stück. Beim letzten Mal, als ich das gesehen habe. Erdbeere, Radieschen, Zwiebel. Also hier scheint wohl so eine kleine Wohnung drüber zu sein. Okay. Das ist so ein Einfamilienladen. Oh Gott, sie sind drinnen, Kenny. Oh, Weibo. Fishing for Beginners, Kochen für Anfänger. Okay. Hier ist noch ein Kopfkissen, aber ich bin schon so voll. Hier ist noch ein Seesack, Zigaretten. Jetzt könnte es gleich lustig werden, Kenny. Oh oh, aber du hast doch nichts kaputt geschlagen, oder? Wie kommen die denn dann hier rein? Die. Ja, die schlagen ja die Scheiben kaputt. Oh, hier sind Kisten. Die hauen so lange den Kopf dagegen, bis es eingeht. Wo? Oh, Corkscrew. Was auch immer das ist. Nehmen wir. Flaschenöffner. Okay. Oder beziehungsweise oh Corkscrew. Oh Gott. Also noch geht's, noch halte ich so die Stellung. Hier ist noch ein Teekessel, Buttermesser. Es könnte sein, dass ich bald in Panik ausbreche. Ernsthaft? Musst du gegen die kämpfen oder was? Ja, die sind da reingekommen. Oh. Eine Axt, nice. Das Blut war hier vorher nicht. Ich wäre wieder da. Ja, toll, gerade reingelassen. Ja, du. So, liegt da noch irgendwas Spannendes? Haben wir dagegen gelaufen? Bratpfanne, Kochtopf, Thunfisch. Nehme ich mal mit.